Im Spitzenspiel der Damenflorball-Bundesliga empfing der MFB Zegrimma den Erzrivalen vom UHC Sparkasse Weißenfels. Diese Spiele sind seit Jahren an Spannung kaum zu überbieten und machen beide Mannschaften immer wieder zu den großen Favoriten im Kampf um die deutsche Meisterschaft. Bereits von Anbeginn des ersten Drittels ließen beide keinen Zweifel daran aufkommen, dass jeder an diesem Tag als Sieger vom Parkett der Sporthalle in der Leipziger Brüderstraße gehen wollte. Und so wurde es ein Match auf Augenhöhe, bei dem bereits zum Anfang keiner der beiden nur einen Schritt nachgab. Doch sollte es der Gast aus Weißenfels sein, der bereits in der 5. Spielminute die Führung übernahm. Gerade erklärte Headcoach Ralf Kühne seinen Damen noch den nächsten Angriff, als es im Gehäuse von Julia Lucia Pran zum ersten Mal einschlug. Magdalena Tauchlitz erzielte den ersten Treffer in diesem Spiel für Weißenfels. Dies brachte dem Siegeswillen des Grimmer Teams nun keinen Abbruch. Immer wieder stand UHC-Goalie Indra Reck im Mittelpunkt des Geschehens und vereitelte mehrmals den Ausgleich des Gastgebers. Auch wenn es weitere 13 Minuten bis zum Ausgleich dauern sollte, der Schuss von Annemarie Mietz durch die Beine von Sarah Geisler war wohl kaum für Indra Reck zu sehen. So hieß es nach gespielten 20 Minuten 1:1. Auch im zweiten Spielabschnitt waren es die Weißenfelser Cats, die die erneute Führung erzielten. Nachdem Leonie Vogt Pauline Baumgarten bediente, landete ihr Schuss von der Mittellinie aus unhaltbar für Grimmers Torfrau im eigenen Kasten. Wieder im Rückstand ließ sich der Gastgeber aber auch dieses Mal nicht verwirren und setzte die UHC-Abwehr immer wieder unter Druck. Diese Bemühungen sollten 2 Minuten später belohnt werden. Hanna Götze legt auf Elena Böttrich ab, welche den kleinen löchrigen Ball im linken oberen Eck unterbrachte. 2:2 nach 4 gespielten Spielminuten im zweiten Drittel. Jetzt erst recht, dachten sich wohl beide Mannschaften. Denn von nun an standen beide Goalies immer wieder im Mittelpunkt des Geschehens. Vor etwa 150 Fans schaffte es aber keine der beiden Kontrahenten, einen zählbaren Nutzen daraus zu erzielen. So hieß es nach dem Ertönen der Drittelsirene weiterhin 2:2. Im Schlussdrittel drehte dann Grimma bereits nach 5 Minuten das Spiel. Nachdem Grimmas Spielerinnen keinen Ball verloren gaben, war es abermals Mietz, die mit ihrem Schuss Schlussfrau Indra Reck überwinden konnte. Zum ersten Mal in diesem Spiel übernahm nun der Gastgeber die Führung. Und auch der nächste Treffer ging auf das MFBC-Konto. Wieder ist der Schläger von Annemarie Mietz mit von der Partie. Ihrem Pass vor das Weißenfelser Tor können die Gegnerin nicht entschärfen, sodass Elena Böttrich am langen Pfosten wartend keine Mühe damit hatte, das Runde im Eckigen unterzubringen. Grimma, nun mit 2 Toren führend, gab aber immer noch nicht auf, setzte den Gast aus Weißenfels weiter unter Druck und sollte sich später auch dafür belohnen. Doch bis dahin bekam man es mit einem immer stärker werdenden Gegner zu tun. Noch waren 6 Minuten zu spielen und die Cats des UHC setzten alles auf eine Karte. Nach einer Auszeit 1,5 Minuten vor Spielende wurde Torfrau Reck durch eine 6. Feldspielerin ersetzt. Doch nutzte dies der Gastgeber, um den Vorsprung weiter auszubauen. Für die Kamera zu schnell erhöht Mietz mit ihrem 3. Treffer in diesem Spiel auf 5:2. Das Zuspiel von Lena Klaas auf die freistehende Mitspielerin nutzt diese zum Erfolg. Und 12 Sekunden vor Spielende schlug es noch einmal im Gehäuse des Gastes ein. Stefanie Reinhardt, Sabine Wagner und Lena-Marie Lübker, welche sich die Ecke fast aussuchen konnte. Auch ihr 3. Punktspiel können die Kühne-Schützlinge für sich entscheiden. Mit diesem 6:2-Sieg nähern sie sich an die Cats des UHC Weißenfels in der Tabelle weiter an. Während die Weißenfelserinnen mit 10 Punkten aus 5 Spielen die Führung in der Floorball-Bundesliga übernommen haben, belegt der MFBC Grimma mit 9 Punkten aus 3 Spielen vor den Dümtenhof Füchsen Tabellenplatz 2. Ob dieser gehalten werden kann, entscheidet sich bereits am 24. November um 15.30 Uhr, denn dann reist das Grimma-Team nach Mülheim an der Ruhr und trifft dort auf den Tabellennachbarn.